diesem Video tanzen wir beide gemeinsam. Mein Name ist Goldminke und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann schau auch gerne mal in die Videobeschreibung. Genau, und in diesem Video tanzen wir eine kleine Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. Los geht es! So, dann lass uns anfangen mit unserer kleinen Tanzkombination und ich tanze sie dir jetzt zuerst einmal vor. Okay, das ist die kleine Tanzkombination und jetzt erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Du kannst gerne direkt mitmachen, wenn du möchtest. Als erstes stellst du dich in die Grundposition, das heißt, du nimmst deine Füße zusammen und drehst jetzt mit den Zehenspitzen 45 Grad nach außen, sodass jetzt deine Zehenspitzen so in die Diagonale des Zimmers zeigen, also in die Ecke des Zimmers. Ja, du richtest dich auf, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, das heißt, du fällst hier nicht so zusammen, sondern du richtest dich auf und lässt hier die Sonne aus deinem Dekolleté scheinen. Dein Hals ist schön lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Jetzt stellst du das äußere Bein auf, also das Bein, was jetzt hier so zum Publikum zeigt, das stellst du jetzt einmal auf und stellst dir vor, du hast einen High Heel an. Ja, also ja, hier dein Fuß ist schön elegant und steht dicht am anderen Fuß, also hier nicht irgendwo, sondern dicht am anderen Fuß. Dein äußeres Knie bedeckt dein inneres Knie, also mach nicht sowas hier, sondern so. Du hast hier eine schöne Kurve und wie gesagt, aus deinem Dekolleté scheint weiterhin die Sonne und dein Kopf wird nach oben gezogen an einem schönen Silberfaden. Und jetzt nimmst du beide Hände in die Hüfte und wackelst viermal mit der Hüfte. Eins, zwei, drei, vier. Als nächstes machen wir eine schöne Pose. Dazu nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Es geht los mit dem linken Arm, dem rechten Arm. Und diese Pose hältst du jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, jemand schießt hier ein Foto von dir. Und anschließend nimmst du deine Arme wieder nach unten. Ich erkläre das jetzt mit der Pose gleich noch einmal. Und zwar, wenn du deinen Arm nach oben nimmst, dann nimm ihn von unten an, den ganzen Weg nach oben. Und stell dir wirklich dabei vor, du hast hier den schönsten Arm der Welt. Ja, also von unten an und nicht von hier in der Mitte irgendwo. Sondern von unten an nach oben nähen und du kannst dem Arm dabei hinterher schauen. Und während du den Arm hochnimmst, bleibt die Schulter unten. Ja, also nicht die Schultern hier bis zum Ohr hochnehmen, sondern die Schulter bleibt unten, obwohl der Arm oben ist. Und dasselbe jetzt mit dem anderen Arm. Hinterher schauen, von unten an, der schönste Arm der Welt, Schultern unten lassen und tada! Genau, und jetzt nimmst du deine Arme nach unten.
Und alles, was wir hier machen, mach das wirklich so ganz für dich. Ja, also genieße das einfach, dir mal Zeit für dich zu nehmen und einfach mal so für deinen Körper zu spüren. Ja, wir sind nämlich im Alltag einfach immer viel zu sehr im Kopf unterwegs und überlegen, oh Gott, was muss ich jetzt noch machen? Und ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch das erledigen und die E-Mail schreiben und Und wir kommen eigentlich nie so richtig mal zu uns oder so bei uns in unserem Körper an. Und nimm einfach diese kleinen Tanzkombinationen hier auf meinem Kanal als eine Zeit für dich, ja, wo du einfach mal so bei dir ankommst und das für dich genießt, dich mal so schön zu bewegen. Ja? Okay. So, wir haben die Pose gemacht. Unsere Arme sind unten. Als nächstes laufen wir mit dem sogenannten Kreuzschritt 3 Schritte nach links. Also, es geht los mit dem Bein, was hier so aufgestellt ist, denn da ist jetzt kaum Gewicht drauf und mit dem laufen wir jetzt los. 3 Schritte, 1, 2, 3. Ich mache es nochmal. Wir stehen so da, ein Bein ist aufgestellt. Mit dem Bein geht es los. 1, 2, 3. Super einfach. Und wenn du dann hier angekommen bist, achte auch wieder darauf, dass du hier in einer schönen Pose stehst. Und jetzt machen wir den sogenannten Schulterwirbel. Das heißt, wir rollen jetzt so versetzt voneinander unsere Schultern nach hinten. Und auch hier achte auf folgende Dinge. Und zwar mach diese Schulterkreise hier so groß wie möglich. Also jetzt hier nicht nur so irgendwie, sondern mach die Kreise so groß wie möglich. Du kannst dir vorstellen, dass du in deinen Schultern Wasser hast, dass du so wirklich so genüsslich durch die ganze Schulter einmal durchkreist. Deine Arme bleiben lang. Und die Handflächen zeigen zu Boden. Ja, also nicht hier so das nicht, sondern elegant. Aus deinem Dekolleté scheint immer noch die Sonne, Arme schön gestreckt und Schulterwirbel. Genau. Anschließend laufen wir jetzt 3 Schritte zurück. Und es geht wieder los mit dem Bein, was hier so aufgestellt ist. Also 1, dann vorne über Kreuz 2, 3. Und jetzt kommen wir an und stehen mit beiden Beinen gleichzeitig auf dem Boden. Also das heißt, das Gewicht ist jetzt gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt und die Füße sind jetzt ungefähr hüftbreit. Ja, ich mache das nochmal. Also wir standen hier in dieser Pose und laufen jetzt 3 Schritte nach rechts. Also 1, vorne Kreuz 2, 3 und kommen so jetzt hier an. Füße hüftbreit auseinander, Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt. Und jetzt machen wir die sogenannten Grinds. Die Grinds sind diese weichgeschmeidige Bewegung. Das ist eine der Grundbewegungen der Burlesque. Und für diese Grinds kannst du dir jetzt vorstellen, du hast hier 2 Stifte an deiner Hüfte und malst eine 8 auf den Boden. Und eine Vorstellung, die diese Bewegung noch weicher werden lässt, ist hier auch die Vorstellung von Wasser. Also stell dir hier ruhig vor, du hast Wasser in deiner Hüfte und das fließt so von Seite zu Seite. Und ja, atme dabei tief, komm ganz bei dir an und mach das so ganz genüsslich für dich. Du kannst dir auch ein bisschen variieren, die Bewegung ein bisschen kleiner machen oder größer. Ja, also je nachdem, wie weit auseinander du deine Füße stellst, wird die Bewegung größer und kleiner. Wenn du die Füße weit auseinander hast, ist die Bewegung größer. Und wenn du die Füße hier dicht zusammennimmst, dann wird die Bewegung etwas kleiner.
Und jetzt gehen wir wieder zur Mitte zurück und machen unsere Schlusspose. Also jetzt ganz einfach, wir fangen an mit rechts, einfach einen Schritt, noch einen Schritt, so dass wir jetzt wieder in unserer ursprünglichen Anfangspose dastehen, ja, und machen eine Schlusspose und nehmen dazu wieder beide Arme nacheinander nach oben. Linker Arm, rechter Arm. Tada! Genau, das ist unsere kleine Tanzkombination. Wir tanzen sie jetzt noch einmal gemeinsam mit Musik. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann schau hier gerne einmal in die Videobeschreibung.